Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Middle-earth Shadows of Mordor. War das jetzt richtig? Ich glaube ja. So, wir sind immer noch in der Story-Quest. Wir wollen das Monument da zerstören. Und wir machen auch gleich weiter. Weil wir machen gleich weiter. Ranger, our success depends on your ability to clear the outpost of Uruk. Only then can my men get into position to destroy the monument. Puh, 17 Stück. The Uruk's numbers dwindle. Now that their war chiefs have fallen by my hand. So, gehen wir erstmal rein, würde ich sagen. Where'd you meet the last war chief? Some rat named Ratbag comes up to my belly. So, dann haben wir hier die ersten. Was ist denn das hier? Kann ich hier nicht rein? Gut, dann fangen wir vielleicht doch von hier an. Das Problem an dieser Sache, wenn ich jetzt hier raufschieße, ich weiß nicht, ob die hier jetzt auch Alarm auslösen. Das wäre natürlich ziemlich ungünstig. Bleib mal hängen, ich will erstmal rüber gucken. Kann ich mich aber nicht dran erinnern, dass. Oh, wie machen wir das denn am blödesten? Who's this that we're all upset about? Ratbag, was it? Yes, you idiot! Don't you ever listen? It's not worth the time. Seeing how often the captains have been dying. Ich meine, die standen hier doch sonst nicht rum, oder? Habe ich hier irgendwas verpasst? Einer ist hier vorne und der andere. Tschüss. Eins. Und zwei. So, die zwei da unten. Probieren wir es doch einfach mal, oder was passiert? Aber die sind beide Schildträger. Die sind, gehen davon nicht hopsen. Geil. Na, dann machen wir erstmal hier weiter. Komm. Hier läuft ja gerade einer so schön. Den kriegen wir doch bestimmt relativ einfach. So, wie sieht es denn hier oben wo weiterhin so aus? Da hinten sind zwei. Ich meine, es steht ja nirgendwo, dass ich nicht entdeckt werden kann, aber ich. Ist irgendwo ein Bogenschütze. Wo ist denn der Bogenschütze? Sehe ich nicht. Just because we haven't seen him, don't mean he's not close by. Gibt keinen. Hallo? Okay, und weiter geht's. Ich war doch eigentlich vorhin auch noch einer. Da drüben ist ein Bogenschütze. Da drüben ist ein Schütze, den wir nicht wollen. Sehr schön. Gibt's hier noch Pfeile? Irgendwo? Sind ja überall auf der Karte drauf, aber. Ah, da unten. Na super. Da unten bringt mir das herzlich wenig. Ich gehe mal hier hoch. Irgendwas sieht uns hier. Wenn wir mal ein bisschen Chaos stiften und so. Ja. Bringt nichts. Vielleicht noch ein paar Karagos? Sollte ja theoretisch auch funktionieren, oder? Ja, sehr schön. Na, das bringt wahrscheinlich herzlich wenig. Wir gehen mal hier rüber. Die da unten sind ja da gerade so schön beschäftigt. Nehmen wir noch Pfeile mit.
Oh, jetzt ist der auch abgehauen, oder was? Na, fantastisch. Ich habe hier unten voll viele, aber leider kein Feuer oder irgendwas, was ich da... Der ist nicht tot. Jetzt aber. 13. So, wir bräuchten demnach mal ein paar Ochse. Wo sind denn hier noch welche? Ich glaube jetzt mal noch weiter hier hinter, aber hier sind auch keine mehr. Laut Radar zumindest. Eigenartig. Oh! 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 Noch gerade noch 4 gefehlt, oder? Yay, was zu erwarten war. You handle the car with the explosives. Protect us, or our next step will be our last. Ja, ich bleib mal hier so in eurer Nähe. Das sind ja unsere, das sind Orks. Ich hasse diese Dinger. Oha. Oh Gott. Gott. Wo ist denn der andere? Before it explodes, yay. Oh, das ist jetzt aber, der ist jetzt wirklich sehr, sehr lahm. Ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwie, kann ich nicht. Scheiße. Oh, oh, was war das denn jetzt? Und der ist weggelaufen. Ach du Mist. Ach du verdammter Mist. Nein! Okay, also, das habe ich jetzt auch verpasst, weil ich mich gerade anders hinsetzen wollte. Ja, versuchen wir mal nochmal, ne? Also wir haben offensichtlich ein bisschen Zeit. Wir müssen die Leute wahrscheinlich dann doch ein bisschen... dezimieren. Na geil. I'll handle the Urix. You handle the car with the explosives. Der lebt auch noch. Okay. Oh, hier steht ja ein Uruk vor mir. Das ist jetzt natürlich echt ein ganz schönes Durcheinander, auch mit den ganzen NPCs und so. So, einer war hier. Hat ja nicht gereicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Eins. Zwei.
3. So, ich schieb's jetzt mal ein Stückchen, so bis 100 oder so, und dann... So, und jetzt gehen wir mal ganz kurz hier mal ein bisschen mit aufräumen. Wo im Moment ist noch nichts Sinnvolles, dann schieben wir noch ein bisschen. Also müssen wir aufpassen, dass sie uns jetzt hier gleich nicht überrennen. Element Archers. Oh mein, ich brauch mal. Oh, das mit den Pfeilen ist aber auch echt tricky hier. So. Hat auch nicht gereicht. Hat immer noch nicht gereicht. Sag mal, willst du mich verarschen? So? So. So, dann müssen wir uns gleich noch ein paar Pfeile besorgen. Puh. Ja, das ist ganz schön aufregend, muss ich gerade sagen. Ach, Gott sei Dank. Uha. Feuerwerk. Wow. Okay. You have sealed their doom. My people believe they have just claimed their freedom. Is that what you told them? Men need hope. I just gave them what they asked for. Then your men need their leader. To these outcasts, it seems I am less of a Black monster Captain in death available. Than I was in life. It is the Black Hand and his captains who are the true monsters. They will return, and when they do, these men will die. Hm. Okay, nee, hier wollte ich eigentlich gerade gar nicht hin. Ich wollte hier hin. Und zwar in die Upgrades. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt, den wir vergeben können. Dann können immer noch nicht diese blöden Karagors da anständig umbringen. Ich wollte... A und B. A und B. A und B ist aber fies. Aber ich glaube, die brauchten wir ja für irgendeine Waffenquest, glaube ich, oder? Deswegen machen wir das mal, damit wir die dann auch noch machen können. So, hier hätten wir 750 Punkte. Die könnten wir mal in ein paar Pfeile investieren. Kann ja nicht schaden. Mehr können wir denn leider auch nicht machen. Was haben wir denn? 10 Main Missions. Outcard Rescues. Falls ihr es übrigens quietschen hört, meine Katzen haben Hunger. Und quietschen hier gerade vor sich hin. Nur so nebenbei. Ich weiß, dass man das öfters mal ganz gut hört. Gut. Ja. Denn... Genau, jetzt haben wir hier nämlich noch eine... Genau, diese eine Waffenquest hier hinten noch frei bekommen. So, was ist das jetzt hier? The Black Captain. And the Black Captain says, enter your challenge. Weiß ich ja nicht, ob ich das wirklich machen will, aber wir haben ja tatsächlich gerade gar nicht viel mehr. Das heißt, meine Wenigkeit portet jetzt hier rüber. Wir machen jetzt aber hier einen Schnitt, ein Folgenende. Und in der nächsten Folge schauen wir uns an, was die schwarzen Kapitäne da von uns wollen. Würde ich mal so vorschlagen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet wieder rein. Bis dahin. Tschüssi.